eine Nummer drauf, die ist mein persönlicher Lieblingssong. Das hat nicht nur damit was zu tun, dass sie richtig Knack und Wumms hat, sondern der Text ist da wirklich was ganz Besonderes. Und das werden gleich alle von euch feststellen. Denn das ist eine Lieblingsnummer auf unserem Album. Und die hat der Timo komplett geschrieben und komponiert. Und warum das so etwas Besonderes ist, ja, da will ich jetzt mal den Moderator spielen und dich fragen, was ist denn mit dem Text eigentlich? Warum ist er so besonders? Naja, also im Prinzip kennt jeder von euch noch, ich mach die Kurzversion, ja? Kennt ihr noch Adel Tawil? Ja. Ja? Und der hat mal einen Song gemacht, der hieß Lieder. Ja? Und in diesem Song hat er internationale Hits genommen und hat ihn zitiert. So, und da habe ich mir irgendwann gedacht, ey, sowas muss man auf Schlager auch mal machen, das gibt's doch noch gar nicht. Diese ganzen großen Klassiker und diese ganzen aktuellen tollen Schlager zusammennehmen in einem Song und zitieren. Und das ganze Ding haben wir sind Schlager genannt. Und vor allem zählt mal mit, wie viele Zitate wir da reingepackt haben. Ja, ich möchte mal kurz einen Teil aus dem Zitat sagen. Ja. Wir schenken uns einen Stern in tausend und einer Nacht, na? Haben im Bett im Kornfeld Theater gemacht. Ja. Manchmal vier. Mein Verstanden, nicht nur, dass diese einzelnen Elemente, die Zitate, schon ganz lustig und toll sind, aber die so zusammenzufügen, dass die in sich im Satz einen Sinn ergeben, das ist das Schwierige daran. Aber ich würde sagen, lass uns doch nicht zu sehr auf die Folter spannen. Sag du doch mal den Titel an. Ja, mache ich gerne. Ihr Lieben, hier ist der Lieblingssong von Dirk von unserem aktuellen Album Tanz, Tanz, Tanz und der heißt Wir sind Schlager. Bitteschön.